Für mich ist das Coole am Videos machen halt, dass du Momente für immer festhalten kannst. Das kannst du zwar auch machen, wenn du einfach irgendwie ein Foto schießt, aber so ist es halt viel lebendiger und du fühlst dich viel mehr in die Zeit zurückversetzt. Weil das Leben ist ja im Prinzip einfach nur eine Abfolge von Momenten und du machst jeden Tag neue Erfahrungen. So viel, dass du irgendwie gar nicht hinterherkommst, das alles zu verarbeiten. Und ich glaube, das Beste ist einfach, den Moment sein zu lassen und nicht zu weit nach vorne zu gucken, nicht zu weit nach hinten zu gucken, weil sonst wirst du ja verrückt, wenn du in diesem Ganzen irgendwie so einen Sinn suchst oder so. Aber Erinnerungen sind halt was Schönes und du kannst ja aus jedem Tag eine schaffen. Ob du jetzt irgendwie eine coole Reise machst oder an einem regnerischen Tag zu Hause im Bett liegst, es ist alles gleichwertig. Es kommt nur auf deine Kreativität an, was du draus machst. Und ich sage jetzt nicht, jeder Tag kann der beste deines Lebens werden, das ist so ein Kalenderspruch irgendwie. Aber jeder Tag kann dein bestes Kunstwerk werden, dein bester Film, was auch immer. Und ja, ich habe irgendwie gedacht, dass jetzt ein cooler Zeitpunkt wäre, diese ganzen Sachen, die in meinem Kopf sind, mit Leuten zu teilen. Weil es gibt viele Sachen, die ich glaube ich nicht mit Worten sagen kann, mit Bildern aber schon. Und wenn es euch interessiert, dann ja, guckt euch die Sachen gerne an. Und wenn es euch nicht interessiert, dann gucke ich sie mir an. Und dann bleibt alles wie vorher.